Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego Batman 2. DC Heroes, Superheroes? Ne, DC Superheroes heißt, glaube ich. Wir sind hier vor der Brücke und machen mal weiter mit der Quest. Wir sollen hier nämlich das Tor aufmachen. Da haben wir Elektro-Batman. Wir haben uns Anzug jetzt nicht mehr an, weil ein Tag vergangen ist. Oder ein paar mehr sogar. Ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr gespielt habe. Wir können hier noch welche goldenen Steine sammeln. Also da vorne war noch einer, meine ich. Ich glaube, das will ich nochmal schnell machen. Obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass ich den geholt habe. Wer hat da nicht gespeichert? Ich müsste auch kurz gucken, wo das ist. Ich habe kurz die Karte geguckt und... Okay, ist da, wo Robin ist anscheinend? Robin, bewegt dich mal nicht. Du bist mein Anhaltspunkt, wo denn hier der goldene Stein sein soll. Irgendwie sehe ich ihn nicht. Gucken wir noch auf die Karte. Also es ist rechts von mir. Okay, ich sehe es nicht. Fahren wir aber zur Quest hin, würde ich sagen. Den werde ich schon irgendwie finden, aber wohl nicht jetzt. So, hier sind wir jetzt im Downtown-Bereich, glaube ich. Da kann ich noch einen Boa kaufen, sehe ich gerade. Aber ich glaube, das kostet wahrscheinlich wieder echt viel. Und ich kann hier einen Power-Batman nehmen. Was kostet du? Okay, war auch eine Million. Junge, sind die alle teuer. Das war der Bohrer von Bane, ne? Und ich muss nach den Bat-Computern suchen. Also ich meine, dass ich hier schon mal lang gefahren bin, als ich das privat gespielt habe. An diese Plörre kann ich mich auch noch erinnern. Da ist... Robin. Oh, okay, hier geht das schon direkt los. Eine verrückte Nacht in Gotham. Gefahren hast du, Robin? Arkham überfluten die Stadt. Wir sehen Goons in den Straßen, Schläger im Park und Poison Ivy im Botanischen Garten. Die habe ich schon gefangen genommen. Killer Moth, der anscheinend das Kraftwerk zertrümmert. Killer Moth? Wirklich? Wow. Killer Moth, wer hätte das gedacht? Und irgendein Einbruch bei Ace Chemicals. Passen Sie auf, wenn Sie draußen sind. Klar, Ace Chemicals, kenne ich. So noch gar nicht nervig, das Geräusch. Genau wie Arkham. Also kann ich das jetzt endlich ablegen? Ich meine, wo wir jetzt andere Proben haben? Hingeht, macht eine Sauerei. Er hat ja nicht nur deswegen eingebrochen. Okay. Hier ist wieder gefahren, also Robin. Okay, das waren 26.000 etwa. Nice, fühle ich. Aber wir brauchen hier anscheinend echt viel Geld. Das heißt, wir brauchen einen echt langer Part. Oh, den habe ich nicht mehr bekommen. Also dieses Kampfmoves von Robin finde ich nicht so cool tatsächlich, weil er irgendwie sich so hinschmeißt. Da kann man lange Zeit erstmal nichts machen. Junge, ist das lang zu bauen? Ich will jetzt erstmal Robin nehmen, weil er hat den Gefahrenanzug. Und damit können wir durch diese Plörre laufen, ohne Schaden zu nehmen. Hoffe ich. Okay, wir können ihn einfach mitnehmen. Okay, dann machen wir ohne Schaden. Interessant. Können wir das hier auch mitnehmen? Ja, ne? Warum auch immer wir das wollen würden? Okay, hier können wir nichts mehr. Wir können hier was bauen. Ne, hier. Bau das mal auf. Okay, interessant.
Nee, ich würde gerne das Lila mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber ja. Aber hier kann ich mich schon wieder gar nicht erinnern. Also ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gespielt habe. Kann sein, dass ich auf dem Weg hierhin einfach schon nichts mehr gemacht habe. Können wir einfach ran? Ja. Okay. Verstehe ich natürlich. Kann ich das hier eigentlich wegschießen? Oh ja, kann ich. Das Ziel ist natürlich nicht so entspannt mit dem hier. Wäre aber interessant, ob ich irgendwas bekomme, wenn ich alles wegsprühe davon. Anscheinend nicht. Also auf jeden Fall in dem Bereich hier nicht. Vielleicht, wenn ich alles überall wegmache, wenn noch was davon kommt, was ich mir gut vorstellen kann, weil das wird wahrscheinlich echt lang. Au! Also. Ja doch, ich auch. Ich dachte, da kommt jetzt noch einer, wo ich das machen kann, aber nein. Also, wo ich meinen Killmove machen kann. Spätestens so, Killmove brauchen wir nicht. So, was machen wir hier denn Schönes? Da oben brauchen wir dann Lila oder machen dann Lila voll? Weiß ich noch nicht ganz. Also, hier unten ist ja auch Lila. Okay, hier brauchen wir dann wieder Strom, Batman. Da sind tauchende Clowns. Können wahrscheinlich sehr gut die Luft anhalten. Gerade daran sterbe ich aber bisher noch nicht. Sehe ich gerade irgendwie was nicht, oder? Ah, okay, ich bin verstehen. Klar, das geht natürlich auch kaputt, obwohl, ist das überhaupt irgendwie hinter einer Wand? Ja, oder? Oder, nee, ist nicht mal. Oh, ich dachte, es wäre hinter einer Wand. Ja gut, da hätte ich drauf kommen können. Hier bräuchten wir Power Suit Batman, den wir natürlich nicht haben. Den müssen wir wahrscheinlich dann gleich mit Robin hin. Oder? Das kannst du alles mit Batman machen können. Aber ich denke, dafür werden wir Robin brauchen. Aber wir sind ja eigentlich in der Platte drin, oder? Okay, anscheinend geht es auch mit Batman. Ja, okay, jetzt sind die Typen da. Wollen auf die Fresse. Kriegen wir natürlich. Da ist auch einer. Ach Mist, da kommt jetzt noch einer. Ich dachte, da hätte ich. Da kommen noch zwei. Also theoretisch können wir mit dem Hochspringer, also wenn wir einen hätten, oder Akrobatik Robin, hätten wir es auch holen können. Cool. Dann
Einmal den hier aktivieren. Okay, jetzt haben wir Magnete Sachen noch. Au. Meine Güte, lass mich doch das Ding da holen. Ich wollte doch nicht gleich da ran, ich wollte einfach nur das Geld haben. Okay, die kann ich auch noch zerstören, cool. Gibt sogar relativ viel Geld dafür, muss ich sagen. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Komm mal her, Freund. Das können wir nicht zerstören. Dafür bräuchten wir Schall-Batman, glaube ich. Und einmal das ganze Zeug hier wegspülen. Und was können wir hier machen? Hier können wir, glaube ich, Sachen deconstructen einfach nur. Mit dem Lex Luthor Laser Ding. Also vielleicht hat der Joker es ja jetzt auch. Aber ich denke mal, es wird ein Lex Luthor Item sein dann. So, dann können wir da nochmal prügeln. Also das gegenschmeißen. Oder auch prügeln. So, wir haben jetzt alles weggewischt. RIP 100er oder 110 sogar insgesamt. Dann gehen wir da mal hoch. Mit dem Magnetanzug. Da sehe ich gerade nicht so viel von. Fall ich da in den Tod rein? Oh ne, da fliege ich hoch. Okay. Interessant. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Da kommt jetzt wieder Kotze raus, dann baue ich das hier wieder auf. Dann wird das zugestopft und dann explodiert es gleich und dann kriege ich wieder Geld von. Ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Da haben wir, wir haben jetzt fast 100... Okay, haben wir nicht. Wir haben nicht mal 75.000, aber wir haben schon riesig viel Geld und das sind irgendwie so zwei Dinger erst. Also dieses Level ist mir komplett unbekannt, meine ich. Also ich denke, das habe ich nicht gemacht. Rote Chemikalie, okay, cool. Warum auch immer Robin da unten ist. Wir müssen das hier runterziehen, denke ich mal. Dann nehmen wir schon eine Leiter so frei. Jo. Ach stimmt, wir hatten das auch vorher. Wir können nur zurückgehen, ne? Okay, warum auch immer ich das machen wollen würde. Also klar, kaputt machen gibt Geld, aber... Weiß nicht, sieht irgendwie so random aus. Also für dieses bisschen da irgendwie was. Aber wir kommen, glaube ich, gar nicht mehr zurück. Da war auch der Wassertank im Weg. Wir sind da vorhin nur hochgeschwommen und mit Batman dann wieder zurück, also. Oh Gott, das war knapp. Ja, das war auch schon wieder knapp, ey. Da dachte ich schon wieder, dass ich sterbe.
Ja, ich will nicht sagen, aber so langsam ein bisschen mehr Geld wäre halt cool. Aber dieses Level muss ja wirklich echt lange gehen. Okay, es sind nicht mal 100.000, es sind nicht mal 3 Stück, also. Müssen wir knapp 300.000 hier bekommen. Ich glaube, geldtechnisch haben wir sowieso nicht so viel gerade. Weil ich ja ziemlich viele Charaktere in meinem Arkham, in meinem Gotham erkunden geholt habe. Okay, hier rechts können wir erstmal nichts machen. Ich denke mal, hier müssen wir aber das rausziehen. Power Batman haben wir auch, dass wir es irgendwie sprengen könnten. Ah, okay, ich bin verstehen. Ich habe das gerade gar nicht so mitbekommen, was ich da tun soll. Okay, ich würde es gerne nochmal machen, aber das Spiel will mich nicht lassen. Dass man dafür auch keinen Minikit bekommt, wundert mich so ein bisschen. Also es hätte sich richtig angeboten, davon 4 Stück zu zerstören oder so und dann... Oder vielleicht auch 30.000, je nachdem wie lang das Level ist, ne? Okay, das ist die rechte Seite, ne? Ja. Gab's das vorher auch schon? Gab's da oben was drin? Sieht nicht so aus. Okay, ich kann es doch nochmal kaputt machen. Okay, das dürfte ich auch noch bekommen, aber irgendwie stehe ich gerade wahrscheinlich im falschen Winkel. Okay, da ist anscheinend noch was. Junge, kann man hier viel zerstören. Erstmal hier alles zerprügeln. Okay, ich sehe schon, hier brauchen wir Strom, Batman, um das hier wieder zu ändern. Und dann sollen wir gleich nochmal die Tanks auffüllen, um hier weiterzukommen. Okay, verständlich. Okay, es gibt auch nochmal gut Geld. Also was heißt gut Geld? Es gibt auf jeden Fall ein bisschen Geld. Haben wir das aufgefüllt? Und wir brauchen jetzt das hier. Und aufgefüllt? Ich würde gerne das Geld haben, was da von mir runtergefallen ist, aber anscheinend darf ich das nicht mehr. Jawohl, doch aktuell ist noch da. Okay, ist das zu Wasser geworden anscheinend? Immer in Ordnung. Wenn Chemie so funktioniert. Erstmal den Strom wegnehmen, damit der Robin hier hoch kann und dann können wir die Plörre noch wegschießen. Ich find's cool, dass man diese ganze Plörre auch einfach aufsammeln kann und dann damit weiter rumspielen kann. Ne, kannst du... Robin, bitte dahin zielen, danke. Nein! Okay, wir haben kein Wasser mehr. Aber jetzt wieder.
So, dann können wir ja mal drücken, damit es aufgeht. Okay, kommen wir im Gabelstapler an. Interessant. Also, wir haben kurz die Brille gewechselt auf die Arbeitsplatzbrille. Bietet sich, glaube ich, ganz gut an, wenn ich ja sowieso vom PC sitze. Ja, die sind alle totgeprügelt. Okay, die haben den Gabelstapler schön stehen lassen. Nett von euch. Ich hoffe, erstmal wieder ungewohnt, die Antwort aufzuhaben. Okay, was zur Hölle? Also da verstehe ich jetzt gar nicht, wie das funktioniert, aber gut. Aber das gibt richtig Asche. Das finde ich cool. Aber ist es ganz hin, leider. Können wir mit dem Gabelstapler das Tor zerstören, oder was ist das Ziel hier hinter? Und dann haben wir ja noch das hier nach oben, ne? Gucken wir mal, was das hier ist. Was machst du? Du öffnest das Ding. Ja, das hier können wir zerstören. Das nochmal zerprügeln. Schallbatman bräuchten wir hier, um da was auszurichten. Ah, okay, und hier kommen wir nicht mit Robin hin, weil sonst können wir im Wasser das halt machen. Ob ich das ein bisschen glitschen kann, weil ich da wie schnell rüberspringe vielleicht? Ne, ich glaube nicht. Schade. Hätte ja klappen können. Okay, was soll ich hier jetzt machen mit den beiden? Also klar, also die Steuerung hier ist wieder komisch. Also nee, funktioniert auch so, aber irgendwie Lenkung ist halt so ein bisschen blöd, ist halt die alte Lenkung, aber mit neuem Gas geben. Und ich muss das neue Gas geben, auch gar nicht, ich verstehe es einfach nicht. Ja, Moment. Also das funktioniert so gerade gar nicht. Ja, ich verstehe sowieso nicht, was die hier vorhaben. Gehen wir hier einfach mit Robin weiter. Ich hätte gerne das Geld da unten. Tatsächlich. Den möchte ich hier noch gerne haben. Jetzt haben wir durch das Wasser komplett weggemacht, dann könnten wir das noch auf der Seite versuchen. Promethium, Xenon, Quecksilber, Tantal und Dialum. Das sind also nicht die Chemikalien, die er auf dem Boden verschüttet hat? Nein. Er ließ da unten die leeren Flaschen zurück und davon war es keine. Er stahl etwas, mit dem er etwas Neues herstellen kann. Gehen wir jetzt, oder? Ja. Ich
Okay, gut, ich kann das natürlich wieder mal nicht machen, weil das Spiel so denkt, jo, jetzt geht's weiter. Hätte ich theoretisch drauf kommen können, aber ich find's halt trotzdem scheiße. Ich finde, das sollte eigentlich immer so gemacht werden, dass man halt nicht einfach so nicht mehr zurückgehen kann. Wie oft kann ich das machen? Dreimal, dann ist Ende? Also, es ist relativ witzlos, wenn ich ehrlich bin. Das ist so häufig zu machen. Okay, zielen funktioniert wieder gar nicht, weil Batman da im Weg steht. Okay, hier ist sowieso Wasser, alles gut. Ah ne, ist noch nicht. Okay, das geht anscheinend auch noch mit Robin. Da muss man einfach nur auf das Ding zielen und dann geht das schon irgendwie. Interessant. Aber wie kriege ich jetzt das Wasser da rein? Ich bin einfach hier. Moment. Nee, erstmal hier das Geld holen, das ist wichtiger. Was soll man hier bauen? Na, okay. Warum auch immer. Gib mal bitte den Tausender, der da in der Ecke war. Einmal das zerstört, jetzt mal noch auffüllen. Wir sind ja gute Mitbürger und machen einfach diese ganze Plörie weg, auch wenn es nicht unser Job ist. Wir sind ja da, um Verbrechen zu bekämpfen. Okay, schade. Das war knapp. Dass ich sterbe. Okay, wir kriegen ja anscheinend Akrobatik Robin. Was kaputt man kann nicht, ne? Warum kann ich was deconstructen? Aber wir sind ja kein Deconstructor-Mensch. Das ist auf dem Boden, das ist glaube ich einfach nur Deko. Okay, da komme ich anscheinend nicht hoch, schade. Interessant, was man hier alles anstellen kann. Natürlich ganz cool, was man hier alles machen kann in dem Level. So, hier können wir dann irgendeine Brücke wieder aufbauen. Oder so ein Hamsterrad-Ding. Damit Batman auch rüber kann. Den brauchen wir ja auch. Denke ich mal. Okay. Interessant. Ich
habe mir irgendwie ein bisschen mehr Zerstörungsrate davon verhofft. So, erstmal können wir das hier aufbauen. Kann ich denn wirklich nicht so diesem Geschenkding da anfangen? Bringt die Kombination noch irgendwas? Nee, schade. Poweranzug. Kann ich das sprengen? Nee, okay. Interessant. Okay, das war auch einfach nur irrelevant. Ich hätte einfach hier weitergekommen. Nee, gerne das hier aufziehen. Ja, HP wären echt mal cool, ne? Okay, können wir mal ein bisschen reinprügeln? Nein, hier brauchen wir das Superman. Und hier ist der Akrobatik-Mist, ne? Ja, genau. Ich mag's, dass die ganzen Steine einfach runterfallen und ich aber nichts davon aufsammeln kann. Immer sehr cool, sowas. So eine halbe Stunde schon wieder und das Level ist gefühlt noch nicht mal halb fertig. Okay, also von Geld her schon. Aber ansonsten halt nicht. So, können wir nochmal hochklettern. Natürlich brauchen wir jetzt mal wieder Batman, der nicht mitkommen will. Ah doch, jetzt kommt er. Ausnahmsweise mal. Kann er sich dazu erbarmen, mal mitzukommen? Ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte nur das eine Ding erstmal zerstören. Danke für nichts. Okay, der Joker war da. Welch Wunder. Sieht cool aus, muss man sagen. Ich weiß gar nicht, ob es noch neue Anzüge gibt. Das wäre auf jeden Fall cool, aber ich wüsste gerade nicht, was fehlen würde. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Minikit, oder? Wir haben gerade mal ein Teil für ein Minikit. Und das war dieses Joker-Geschenk mit dem riesigen Fake-Gebiss. Okay, das haftet nicht mal daran. Okay, hier brauchen wir anscheinend wieder Eis, Robin. Dann zerprügeln wir hier erstmal alles. Hier sieht es aus, als würden wir wieder was für Akrobatik-Robin gebrauchen. Da würden wir Akrobatik-Robin brauchen. Gefühlt bauen wir mit dem Ding auch langsamer, oder? Also wahrscheinlich nicht, aber es sieht einfach wahrscheinlich langsam aus, weil einfach seine Animationen ein bisschen schwerfälliger sind. Okay, damit können wir leider nichts tun. Das ist wirklich mal ein langer Part. Okay, Akrobatik, kann ich mit dir schneller bauen? Okay, sieht eigentlich auch genauso langsam aus. Entschuldigung, Sir. Okay, X. Das macht das aus.
Okay, dafür bräuchten wir Electric Batman, den wir seit Wochen nicht haben. Nicht mehr haben. Na, aber der hätte ich auch mit Ice Robin durchlaufen können wahrscheinlich. Er sah für mich aus wie im Eisnebel und nicht wie irgendwie besonders giftiges Chemikalien-Ding. Junge, willst du mich verarschen? Er hat mich legit runtergeschmissen. So, was ist jetzt mein Ziel hier? Nee, bitte nicht. Nee, Moment mal. Ich glaube, wir müssen hier jetzt wieder zurück. Und dann hier in das Laufding. Nee, ach, meine Güte. Täter doch. So, jetzt können wir da rein. Ah, okay. Und damit können wir gleich nochmal zurücklaufen. Das da links können wir nicht zerstören, weil es ja wieder was Goldenes ist. Und Gold ist ja immer doof für uns. Dann haben wir das hier mitnehmen. Dann geht es doch auf. Aber wir können damit nochmal zurückgehen in den letzten Raum. Kannst du bitte aufhören, immer wegzulaufen? Denn hier unten können wir ja Strom auch noch verwenden. Hier können wir auch noch draufklicken. Da kriegen wir das nächste Ding. Explodiert es noch oder? Ja, war zu erwarten. Okay, jetzt brauchen wir noch eins für das Mini-Kit. Und dann haben wir ein Mini-Kit. Und wir sind schon 14 Minuten dabei. Gut. Das ist echt lange. Bleib du mal da, Batman, und wir gehen hier mit Robin nochmal rüber. Gehen hier jetzt in den Modus rein. Wir können das theoretisch rüberspringen, oder wir machen es einfach so. Ach nö. Wo spawnt der? Da, okay. Jetzt brauchen wir hier sowieso Robin erstmal. Wir haben keinen Strom, ne? Hm, das hilft mir jetzt gar nicht so sehr weiter. Muss ich den Strom jetzt wieder zurück? Oh Gott, ey, ich hasse dieses Spiel. Das war knapp. Ja. Ich muss den Strom wieder mitnehmen. Also sowas ist... ist in Ordnung, aber es wäre
spielerisch entspannter, weil ich es nicht machen müsste. Also wenn ich einfach Strom auch einfach, ja, wenn der sich irgendwie aufladen würde oder sowas. Jetzt müssen wir erstmal zurück mit Robin. So. Dann können wir darüber den Mist anmachen, nachdem wir ihn mitgenommen haben. Ja, möchte auch nicht weiter anscheinend. Jetzt die Frage, ob wir Elektro-Batman weiternehmen sollten oder Power-Batman. Hä? Wieso bin ich da... Ich war doch ziemlich sicher da drauf, oder nicht? Okay, da oben auf die Rutsche kann ich anscheinend noch nicht. Hallo Jungs. Servus. Ist ja gut. Und nochmal. Wow, das ist toll. Ist das nicht toll, Batman? Und zerstört alle Beweise am Tatort. Entschuldigen Sie, Sir. Okay, wir haben jetzt Superman. Ich glaube, er ist auch unsterblich. Also auf jeden Fall hat er die grauen Herzen. Ja, also mit B können wir unseren Frostatem machen. Wir können fliegen. Superstärke, also Superman kann halt alles. Und hier haben wir den Laserblick, mit dem wir jetzt goldene Gegenstände auch verbrennen können. Also ich meine, ich habe das noch nicht gespielt, aber irgendwie kommt mir Superman bekannt vor. Und ein anderes Spiel mit Superman habe ich nicht gespielt. Ich glaube, magnetische Sachen kann er nicht. Die schmelzen auch erstmal. Okay, das kann ich leider nicht einfrieren aus Feuer. Okay. Das können wir, glaube ich, auch nicht mit Superman machen, weil er nichts dafür hat. Gib doch Superman her. Scheiß auf die anderen, weil Superman ist einfach krass overpowered und den nehmen wir deshalb. Okay, das kann man nicht kaputt machen mit dem Laser, man kann es kaputt schlagen. Muss ich nicht verstehen. Okay, da kann ich anscheinend nicht durchfliegen, interessant. Kann Superman auch Flash, also diese Sachen mit dem Flash, die man halt nur machen kann, zerstören, also zusammenbauen eher? Ja, nee, war zusammenbauen, ne? Die dekonstruierten, die nur der Flash zusammenbauen könnte, weil Superman ist ja auch super schnell. Und er kann auch schnell bauen, wie man sieht. Okay, cool.
Also ich glaube, das könnte Superman bestimmt auch irgendwie, indem er es einfach auseinanderreißt. Oh Gott, da bin ich gerade fast gestorben. Entschuldigen Sie, Sir. Okay, hier. Das ist der Hitzeblick. Damit können wir halt goldene Objekte zerstören. Cool, dass wir es in der Story können. Hätte ich vor dem Level vielleicht ein bisschen mehr gebrauchen können. Okay, wenn wir in diese Plörre da reinfallen, dann ist nichts gut für uns. Okay, das ist auch nicht gut. Ich würde gerne das Ding da hinten erreichen, aber nein. Okay, hier oben ist auch noch was anscheinend. Gott, ist hier viel. Ich habe keine Ahnung, wie ich nach unten fliege. Okay, so anscheinend nicht. Gucken wir mal weiter. Ja, hier, Röntgenblick hast du bei mir natürlich auch. Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Ah, okay, loslassen und dann können wir wieder nach unten. Okay, muss ich nicht verstehen. Also ich verstehe gerade nicht, was ich hier tun soll. Also klar, die sind grün und... Ah, okay, hier oben. Also ich muss sie einfach nur weiter transportieren jetzt. Aber das ist sonst genau das gleiche Spiel wie vorher. Ja, 15 Minuten, entspanntes Level, würde ich sagen. Wie gut, dass Robin da einfach reinläuft und das auffüllt. Obwohl ich das vielleicht gar nicht möchte. Also klar, hier möchte ich das, aber das weiß er nicht. Also das Schnellbauen ist natürlich sehr cool. Soll ich mit jedem Charakter von Standard... Also von Haus aus wünschen. So, dann laden wir noch kurz auf. Und füllen das da unten rein. Ja, so, du musst nicht, ausweichen, du kannst einfach straight fliegen. Okay, jetzt müssen wir da hoch. Beziehungsweise mit Superman. Okay, wenn ich einfach längere Zeit nichts mache, dann sink ich einfach wieder ab. Okay. Entschuldigen Sie, Sir. Okay, da kann ich nicht hin, aber ich kann das bestimmt lasern. Oder? Anscheinend nicht. Entschuldigen Sie, Sir. Ach so. Sind das vielleicht Explosivdinger da oben? Entschuldigen Sie, Sir. Oder muss ich einfach nur sehr hoch fliegen? Nee. Da ist überall Ende. Okay. Also es ist, glaube ich, einfacher. Ja, ich weiß, wie das funktioniert, aber es hilft mir gerade nicht. Oder kann ich hier durch? Nee, da geht's auch nicht durch. Weil er sagt mir, dass ich schweben kann, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, was schweben? Ich kann doch nicht dran vorbeifliegen, oder gibt das doch? Na, das geht hier von vorbei. Interessant.
Oder ist das mein Ziel? Na, da hinten gibt es noch Geld anscheinend. Oder kann ich das hier von oben weglasern? Ja, ich würde jetzt sagen, ich muss da... Okay, vielleicht so, ne? Was übersehe ich gerade? Na, gib mir doch Superman, meine Güte. Okay, hier ist nichts soweit. Habe ich hier irgendwas übersehen vorher? Da komme ich ja nicht rein. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Magnetismus ist auch nichts, was wir jetzt irgendwie könnten. Wir kommen hier nicht weiter wegen dieser Kugel. Das kann ich nicht weglasern. Ich kann hier so ein bisschen dran vorbeifliegen, aber auch nur so halb. Weil hier ist irgendwie Ende, also hier ist eine Mauer. Und mit Robin kann ich es auch nicht hier lang. Nein. Kann diesen Tank hier reinspringen? Oh. Es gibt doch immer noch mal Geld. Cool. Das leuchtet so komisch. Also kann ich damit noch was machen? Kann ich es einfrieren? Nee. Gib mir mal. Also lasern geht ja nicht. Das war Batman. Das geht auch nicht. Fliegen könnte ich hier immer noch. Also ich weiß gerade echt nicht, was ich hier machen soll. Die Dinger sind auch zu, das heißt, das haben wir fertig gemacht. Ach Gott, bin ich blöd. Gut, ja, wir haben hier Elektro-Batman. Das habe ich komplett vergessen, dass wir den da haben. Dann ist es natürlich easy, dann müssen wir mit Elektro-Batman da durch. Weil ist ja Elektro und das ist ihm ja egal. Gott, meine Fresse, ey. Ich hab echt gar nicht mehr dran gedacht, dass wir es überhaupt hatten. Und dann diese Meldung immer mit Superman, hey, du kannst fliegen. Das war halt ein bisschen verwirrend, finde ich. Weil wir es gar nicht gebraucht haben. Okay, das können wir eigentlich zerlasern. Warum auch immer. Oder ist das ein Poison Ivy-Zeug? Oder kann ich es einfach so gießen mit Wasser? Gibt es zwei Wasser? Wir wissen jetzt, wie es geht. Also jetzt kann ich ja einfach ganz entspannt weitermachen. Ach Junge, ich habe das echt gar nicht mehr bedacht, dass wir da einen Batman-Suit haben. Ich dachte, wir sind schon die ganze Zeit mit Power Batman unterwegs. Aber nein. Ich denke, das ist mit Poison Ivy nur, aber wir können es mal versuchen zu gießen. Ob das dann... Ne, okay, das bringt einfach nicht. So ein Versuch wert. So. Okay, da ist noch was. Mit einer Pflanze. Müssen wir nur hoffen, dass wir kein Kryptonit als, also kein Kryptonit von einem Gegner benutzt wird. Können wir eigentlich hinten lang? Nein, schade. Ich dachte, ich kann da vielleicht hinfliegen. Aber ne, müssen wir was mit den Pflanzen machen. So, den hier noch mit den 1000. Das Ding lasse ich da unten einfach mal in Ruhe, weil wozu soll ich das mitnehmen? Also die Fässer da unten. Hier dürfen wir so erst das Minicap bekommen, oder? Ah ne, noch ein. Mist. Sicher ist eine gute Idee, Freunde.
bin ein bisschen stärker als ihr. Na okay, ist auch nur Geld, schade. Ich dachte so, wie was Cooles, aber nein, einfach auch nur Müll. Also das heißt Müll, Geld ist immer noch cool, ne? Aber... Oh, mit ihm können wir auch klettern. Interessant. Also, ist ja nichts Besonderes, dass man klettern kann, aber dass er klettert und nicht einfach hochfliegt. Okay, wir sind noch geladen zum Glück. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Aber hier kriegt ihr hoffentlich das erste Minikit. Also wenn es mehr so welcher Level gibt, die halt so extrem lang dauern, werde ich mir überlegen, ob ich das irgendwie schneide. In, also irgendwelche Checkpoints oder so. Checkpoint. Ja, wie viele Checkpoints denn noch? Okay, dafür brauchen wir 5 Stück. Gucken, ob wir die alle finden. Okay, einen sehe ich schon wieder. Okay. Interessant. Also wir brauchen gleich wieder Strom, Batman. Das heißt, hier sollen wir wahrscheinlich einfach nur kurz exklusiv Batman mitnehmen. Hätte ja sein können, dass da noch wie ein 10er versteckt ist oder so. Achso, okay, das ist gar nicht relevant. War hier nicht gerade noch Power Batman? Oder ist der jetzt, weil es kaputt gegangen ist wahrscheinlich? Der ist nicht so angenehm, ne? Ja, ich tippe auf, dass wir sowieso darüber müssen, um das zu aktivieren. Na, vielleicht brauchen wir hier noch Superman. Also wahrscheinlich brauchen wir Superman. So, ist noch die Plörre darauf kippen. Superman, komm mal bitte her, ich brauche dich. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Geld gesammelt. Okay, hier brauchen wir Explosiv für Batman, also Power Suit. Das ist ein echt langes Level. Junge, ist das lang. Okay, dann. Wieso haben wir eigentlich keinen Strom mehr? Lade ich mich hier gar nicht auf? So, einer fehlt dann noch. Also einen kenne ich noch gar nicht. Okay, da oben haben wir Strom und wir müssen keinen mehr ranschaffen. Ich sehe. Das ist ja entspannt.
Übersehe ich hier irgendwo was? Ah, da oben. Okay, ja. Natürlich übersehe ich was. Ja, ich kann es echt schlecht einschätzen, wo ich gerade bin im Level. Vor allem, wenn es so keine Anhaltspunkte sind, auf welcher Ebene die sind. Okay, dann kommen wir her, Batman. Wir brauchen jetzt dein Powersuit. Bitte nicht im Weg rumstehen. Ja, spring halt nicht, Batman. Alles okay. Okay, das ist irrelevant. Bringst du was wieder zwei Zerstörer? Ich denke nicht. Nö, absolut irrelevant. Dann können wir es auch ignorieren. Sind die Dinger da respawned oder haben sie sich nur einmal umgedreht? Weil ich nicht direkt getroffen wurde, aber ich weiß es nicht. Ja, Robin denkt sich auch so. Jo, jetzt sterbe ich mal. Und Superman eigentlich auch. Nein, der Tausender ist weg. Ich hoffe, das war's mit dem Level. Also, wer hat das gesprengt? Lange Geschichte. Wir haben's im Griff. Okay, gut. Lass mich wissen. Ups, Vulkan in Mexiko. Ruft mich, wenn ihr mich braucht. Batman? Vielleicht könnte er uns hier nützlich sein. Er hat doch eine Menge Erfahrung im Umgang mit Lex Luthor. Den brauchen wir nicht. Anscheinend haben wir ihn gerade doch gebraucht. Wir hätten ohne weiteres vom Dach springen können. Ich glaube, wir hätten uns die Beine gebrochen. Wäre ja nicht das erste Mal. Ja, aber ich fand das blöd. Ich meine, wenn wir ihn einfach rufen. Robin, wir können nicht dauernd erwarten, dass Superman oder sonst wer da ist, um uns zu retten, wenn es brenzlig wird. Wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Badcomputer-Zuschaltung. Badcomputer-Fernzuschaltung aktiv. Chemische Datenbank öffnen. Welche Substanz erhält man durch Kombination folgender Chemikalien? Promethium, Xenon, Quecksilber, Tantal und Dialum. Suche. Keine Substanz gefunden. Welche Substanz kann mit diesen Chemikalien teilweise synthetisiert werden? Suche. Kombination der aufgeführten Chemikalien kann Vorstufe von Kryptonit ergeben. Kryptonit? Ich glaube, wir sollten Superman rufen. Wir werden Superman nicht rufen. Tracking-System aktivieren. Kryptonitquellen in Umgebung finden. Wird ausgeführt. Da. Gott, danke, Alter. Stunde Part, absolut entspannt. Ja, knapp 500.000 erstmal gemacht. Okay, es hat gerade übersprungen, weil was steht der Joker-Helikopter? Ja, zwei extra, habe ich auch übersprungen, Geschichte fortsetzen. Wir haben nicht Superman bekommen, schade. Oder habe ich das doch gemacht, weil dieses Fahrzeug kommt mir auch. Ich habe gar keine Ahnung mehr. Schwerlasttransport. Okay. Es kann sein, dass ich es doch gespielt habe. Und ich einfach gar keine Ahnung, Erinnerung mehr dran habe. Okay, dann brauchen wir den Flash. Na super. Dann würde ich aber sagen, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.